die mich nach Deutschland geschickt haben, haben sie mir angedeutet, dass mein Vater und mein Bruder und Vater verzogen sind. Das war natürlich sehr schwer für mich. Und war Ihnen klar, dass das das Schlimmste bedeuten kann? In Ihrem Lebenslauf steht drin, dass Sie nochmal nach Görlitz zurückgekommen sind, irgendwann in dieser Zeit, zwischen 39 und 45, für einen einzigen Besuch. Waren Sie nochmal in Görlitz? Dann war ich nochmal in Görlitz in den 90er Jahren. Ja, ich meine vorher, noch, als Sie Ihre Tante haben. Ah, das war ein Krieg. Ja, ja. Da bin ich dann einmal nach Görlitz gekommen als Holländer. Hatte man einige Tage im Jahr, hatte man Fee, was der Fabrik. Da habe ich beantragt, nach Görlitz zu meiner Tante.